Danke. Ja, ich denke, heute ist ein spezieller Tag für unseren Club, keine Frage. Aber ich möchte hier erstmal an meinen Kollegen ein paar Worte richten, weil ich weiß ja, Ili ist mein Freund und als der hier übernommen hat, ich glaube, da war MSV Duisburg klinisch tot und er hat einen riesen Job gemacht, hat sie noch in die Relegation gebracht und tut mir erstmal unheimlich leid für ihn, für seine Truppe, für den MSV, weil es ist ein toller Club mit tollen Fans und ich weiß, ich bin heute der Glückliche und ich fühle da ganz ehrlich ein bisschen mit, weil Ili, du hast einen super Job gemacht und es tut mir jetzt leid, dass ich jetzt hier sitze, aber ich denke, wenn man das jetzt auch fair sieht, denke ich, dass es über die zwei Spiele verdient war, was die Mannschaft dann jetzt das letzte halbe Jahr geleistet hat. Das ist sowieso unglaublich, jetzt sagen wir so, was die letzten zwei Jahre hier passiert sind, kann ich jetzt auch noch gar nicht so realisieren, da muss man erstmal ein paar Tage drüber schlafen. Ich weiß, dass wir ein gutes Team sind und ja, unglaublich familiärer Verein, der zusammenhält und ja, bin unheimlich stolz auf die Leute, die alle vor zwei Jahren dabei waren, wo wir noch vor 300 Zuschauer gespielt haben. Und für die freut es mich. Den MSV wünsche ich, dass er wieder aufsteht, dass er jetzt die Kräfte bündelt und schnell wieder in die zweite Liga kommt. Danke. Erstmal danke Bernd und Glückwunsch. Absolut verdient, da muss ich ehrlich sagen, auch was ihr gespielt habt. Komplette Rückrunde war einfach hervorragend. Ich habe auch euch verfolgt, auch wegen dir. Und ja, das ist auch nicht einfach, so eine Serie zu starten. Aber natürlich, wir sind hier nicht, um Komplimente uns gegenseitig zu machen. Ja, Männer, ich kann auch nur etwas sagen. Leider im Sport sind Leidenschaft und zum Beispiel traurige Tage und euphorische Tage eigentlich aneinander. Das ist auch sehr, sehr trauriger Abend heute für uns. Und wenn man jetzt sieht, von 7, 8 Tagen oder von 9 Tagen haben wir hier alle zusammen riesig gefreut über das Sieg gegen RB Leipzig und erreichen den Relegationsplatz. Eine Sache muss ich auch ehrlich sagen. Alleine erreichen den Relegationsplatz war für uns etwas, wo keiner uns zugetraut hat. Das muss man auch ehrlich sagen. Wir haben überragende Aufholjagd gehabt, wir haben auch überragende Rückrunde gespielt oder mindestens letzte 2 Monate, wo wir permanent Punkte gesammelt haben. Und ich glaube auch, das war auch einer von den Gründen, wo wir am Ende, das hat uns richtig mental und psychisch sehr viel gekostet. Und vielleicht jetzt hier am Ende hat uns das Quäntchen Kraft und auch mentale Kraft gekostet. Ich meine auch erstmal in Würzburg, weil heute haben wir hier richtig gut angefangen. Wir haben bis 15. 20. Minute 3 gute Chancen gehabt, plus 1-0 in Führung gegangen, sind wir gegangen. Und dann natürlich mit dem Ausgleich haben wir auch das hat uns richtig erwischt und danach haben wir Konzept verloren und haben wir nicht mehr diese Ruhe gehabt, diese Übersicht, den letzten Pass zu spielen, zum Abschluss zu kommen und ja, am Ende hat auch Würzburg sich in beide Spiele durchgesetzt und wie gesagt, tut mir leid für alle, weil ich weiß, was MSV mich bedeutet, alle hier auch bedeutet viel und einzige kann ich versprechen, dass wir auch zurück direkt kämpfen werden, weil MSV gehört nicht in die dritte Liga und wir werden alles tun und machen, dass der Verein wieder aufsteht.